Wir sind wieder unterwegs. Hallo! Wir fuhren durch den Jura mit etwas anderem Gegenverkehr. Los, die Damen, los, los, ab in den Stall. Hey, hallo, falsche Richtung, hallo. Bienvenue en France. Au revoir, la Suisse. Unser Routenplan durch Frankreich war schnurstracks Richtung Bretagne, weil wir schon in der Normandie waren. Und dann langsam Richtung Süden, auf das freuen wir uns. Wir freuen uns natürlich auch auf die endlosen Landstraßen im Herbst, auf das Meer natürlich auch und auf die wunderbaren Begegnungen, die wir haben werden. In Plérin-sur-Mer hatten wir einen wunderschönen Stellplatz am Meer. Von diesem Stellplatz aus kann man wunderschöne Spaziergänge und Wanderungen machen. Am Abend gingen wir dann nochmal ans Meer. So schön.
Wir sind dann nach Plestin-Le Grève weitergefahren, wo das Meer circa einen Kilometer weit weg war wegen der Ebbe. Es hat uns fast weggeblasen. Hui! Sogar dem Windhund war es zu windig hier. Tschüssi! Morgen dann sind wir auf eine kleine Wanderung gegangen. Das war so wunderschön. Und dann sieht man, wie das Meer gekommen ist. Roscoff hat uns auch sehr gut gefallen. Hier sieht man die Gezeitenunterschiede, die sind hier so extrem, dass die großen Schiffe auf dem Trockenen stehen. Und auch hier ging der Wind sehr stark. Der Gezeitenwechsel ist hier so krass, dass man dem Wasser zusehen kann, wie es reinfließt.
Und auch die großen und kleinen Boote stehen nicht mehr auf dem Trockenen. Das ist schon krass. Es ist ein Unterschied vom Meeresspiegel von mehreren Metern. Am nächsten Tag sind wir dann nach Wann weitergefahren. Was für ein wunderschöner Ort. Also wer Fan ist von Fachwerkhäusern, der sollte Wann unbedingt besuchen. Nächsten Tag fahren wir weiter nach La Rochelle. Hier sind wir über eine sehr spektakuläre Brücke gefahren. Huch, was ist das denn? Werden etwa unsere Häuser schon geliefert? Der Hafen von La Rochelle hat sehr viel Charme. Er hat viele Segelboote und Yachten. Es hat sogar Leuchttürme und so mittelalterliche Türme. Richtig hübsch. Nächsten Tag schon fahren wir nach Rochefort. Dort haben wir in einem süßen kleinen Café was Leckeres gegessen und einen leckeren Kaffee getrunken. Wir hatten Glück, denn zu der Zeit, als wir da waren, war gerade Markt. Wir mögen dieses bunte Treiben und die lustigen Leute, das Essen, die Farben. Und nein, ich habe es nicht gekauft.
In Rochefort hat es diverse kleine Häfen, auch wieder mit Segelschiffen und Yachten. Wir hatten unseren Stellplatz in der Nähe von einer Werkstatt. Wir hatten eine wunderschöne Aussicht, die seht ihr dann später. Wir haben aber gesehen, es hat sehr viele Schiffe hier, die wirklich viel Arbeit benötigen. Also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist die Aussicht vom Schlafzimmer aus. Cool, oder? Am nächsten Morgen fahren wir nach Gujan-Mestras. Zunächst noch bei schönem Wetter. Doch dann kam Sturm und viel, viel Regen. In Gujan-Mestras hatten wir einen wunderschönen Stellplatz unter Pinienbäumen. Hier hat es uns so gut gefallen, dass wir gleich 4 Nächte geblieben sind. Darf ich vorstellen, das ist Bernard, der Einsiedlerkrebs. Wow, ob diese Regenzelle wieder zu uns kommt, bitte nicht. Das hier ist eine Steineiche, die haben wir seit dem Jakobsweg nicht mehr gesehen. Das Wetter spielt echt verrückt, aber es ist halt Herbst. Hier drauf freue ich mich schon seit vielen Wochen. La Dune du Pilat. Es ist die größte und die längste, die breiteste Düne von Europa. Sie ist 110 Meter hoch und 500 Meter breit. Fantastisch.
Das sind übrigens Melanie und Michael aus Deutschland. Ein lustiges Paar. Vielen Dank für die schöne Zeit mit euch. Der Besuch bei diesen Dünen war ein echtes Erlebnis. Vielen lieben Dank an Beatrix und ihren Mann für diesen wundervollen Tipp. Wir hatten an diesem Tag auch außerordentliches Glück mit dem Wetter, denn dieser Tag war einfach fantastisch. Die Fahrt nach Anglais war wunderschön. Wir haben auch bemerkt, dass sich die Häuser langsam verändern, und zwar in Richtung Baskenland. Standen wir auf einem Gratis-Stellplatz, der von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Vielen lieben Dank an der Stelle. Wir sind dann gleich mit dem Bus losgezogen Richtung Bayonne. Was für eine wunderschöne Stadt.
Pelota Baska ist ein Rückschlagspiel baskischer Herkunft und wird hier sehr häufig gespielt. Ein sehr lustiges Spiel, aber auch sehr, sehr schwierig. Thank you.
Diese putzigen Tierchen sind übrigens Regenpfeifer. Normalerweise findet man sie am Strand in der Nähe der Wellen, aber es ist wirklich verständlich, dass sie heute lieber in der Wiese sind. Das ist ja krass, ein finnischer Bus. Ja, die hatten eine längere Reise bis hierher als wir. Das mondäne Biarritz. Überall geputzt und renoviert. Wir kommen leider schon wieder zum Ende von diesem Video. Hier kommt nun unser Fazit zu Frankreich. Ein wunderschönes und vielseitiges Land mit sehr charmanten Menschen. Es hat für jeden etwas Passendes dabei. Wir waren bereits mehrmals in Frankreich und werden bestimmt nicht zum letzten Mal hier gewesen sein. Ganz ehrlich gesagt haben wir uns sogar etwas in die Bretagne und das Baskenland verliebt. Falls euch unser Video gefallen hat, schenkt uns doch bitte ein Däumchen nach oben. Wer uns unterstützen möchte, kann dies tun mit einem kostenlosen Abo und verpasst so keine unserer Videos mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz bald wieder. Liebe Grüße und Tschüssi!